Mein nächster Gast bekam 1994 als jüngster Koch in Europa seinen ersten Stern. Und dieser junge Mann ist entdeckt worden, und zwar wiederentdeckt worden von keinem Geringeren als, na, warten Sie mal ein bisschen. Eine Krustentiersuppe, ein Wiener Schnitzel. Holger Stromberg, Chef de Cuisine, nimmt die ersten Bestellungen aus dem Restaurant entgegen. Schon mit 24 erkochte er sich als jüngster Koch Deutschlands den ersten Michelin-Stern und ist seitdem erfolgreich auf der kulinarischen Überholspur. Seine neuen Kreationen in der Küche basieren auf einer handfesten Ausbildung. Tomate, Mozzarella, fertig. Engagement und Glück, aber auch Organisationstalent und Ausdauer braucht Holger Stromberg, damit er die 20 Stunden Arbeitstage, die anfallen können, auch durchsteht. In der Feinschmeckerküche sind keine Spätzle vorrätig. Kein Problem, zack, zack, 250 Gramm Mehl, 4 Eier, dann macht man eben noch schnell welche. Alle Kunden mit ihren individuellen Wünschen zufriedenzustellen, ist für Holger Stromberg oberstes Gebot. Gegrillte Jakobsmuscheln, getrüffelte Gänseleber-Ravioli, Piccata Milanese vom Lammrücken auf Scampi und zur Nachspeise Mohnsoufflé mit eingelegten Cassisfeigen. Trotz seiner steilen Karriere bleibt er immer bescheiden. Vor Gott sind alle gleich. Gilt auch für mich. Herzlich willkommen, Holger Stromberg. In der Zwischenzeit ist einiges bei mir aufgebaut worden. Sie werden mir sicher gleich Kochunterricht geben, nehme ich an. Herr Stromberg, jetzt wollen wir das Geheimnis erst mal lüften. Ihr Neuentdecker oder Wiederentdecker ist Oliver Bierhoff. Richtig. Was, der hat bei Ihnen gegessen und hat gesagt, du bist der nächste Koch der Nationalmannschaft, oder was ist passiert? Naja, so ganz so schnell ging es nicht, aber wie das so ist, es kommt der ein oder andere, auch prominente Mensch ins Restaurant. Ja, er hat gegessen und ich bin von Tisch zu Tisch, wie man das eben macht, wenn man im Restaurant kocht, dass man dann auch fragt, ob es geschmeckt hat. Und so bin ich dann auch zu dem Tisch gegangen. Und wir haben uns sehr lange über die Qualität unterhalten. Also es kam ein Gespräch auf. Wir haben uns dann etwa 20, 25 Minuten über Qualität, über Philosophie von Nahrungsmitteln oder Einsatz von Nahrungsmitteln unterhalten. Ja, und dann sagte ich ihm, wenn er mal Produkte braucht, die er hier in Deutschland nicht bekommt, dann kann ich ihm dazu verhelfen, gab ihm meine Karte und habe gesagt, soll er halt einfach anrufen. Und er rief auch an, ich sag mal gefühlte 3, 4 Wochen später. Allerdings wollte er keine Nahrungsmittel, sondern einen Koch, und zwar mich. Und da steht man dann schon mal auf, wenn man sitzt mit dem Telefon und denkt, naja, Moment mal, ja, für Fußball hatte ich nicht so viel Zeit, also kann es nur das Kochen sein. Ja, dann haben wir sehr lange das erste Telefonat geführt. Das dauerte 3, 3,5 Stunden. Und ich habe dann auch nicht gleich zusagen können, denn es ist mittlerweile schon ein großes Unternehmen, was ich mir aufgebaut habe. Viele Menschen, für die ich auch Rechenschaft ablegen muss. Ich meine damit meine Mitarbeiter. Und so gab es dann wiederum 2 Treffen auch in Frankfurt beim DFB, wo auch dann der Büroleiter und der Reiseleiter dabei waren. Und dann wurde ich auf Mark und Bein geprüft. Und ja, irgendwann mussten haben Sie uns da die Probe Hände kochen? Nee, das musste ich nicht. Ja, sondern man muss einfach mal ein bisschen aus seinem Leben erzählen und was man eigentlich machen will. Also so wie jetzt? Ja, genau. Es gibt ja viele Menschen, die wollen nah an der Nationalmannschaft sein. Das kann ich auch verstehen. Mir geht es immer nur darum, Menschen glücklich zu machen. Mir ist es egal, wer es ist. Und gut, wenn es die Nationalmannschaft ist, ist es natürlich noch mal eine besondere Ehre, noch mal etwas, ein ganz neues Terrain auch für mich als in Anführungsstrichen Gourmet-Koch, jetzt auf einmal Dinge zu kochen, die auch junge Männer mögen, die vielleicht eher nicht so viel mit kochen. Und haben Sie denn die Nationalmannschaft schon kennengelernt? Ja, natürlich. Ich bin seit August letzten Jahres dabei und habe die ganze Qualifikation oder Vorbereitung jetzt auch zur EM gekocht. Ich werde jetzt auch mit nach Mallorca gehen in die Vorbereitung. Ins Trainingslager da. Genau. Und zu jedem Spiel seit dem letzten Jahr August war ich eben dann dabei und reise immer einen Tag zuvor. Jetzt haben Sie ja hier ein Kochbuch, das heißt Pure Cooking, Holger Stromberg. Das sind alles die Gerichte, die jetzt die ganzen Fußballnationalspieler kriegen? Richtig. Also das ist ein Ausschnitt des aktuellen Buffets. Denn mein lieber Freund, ich möchte natürlich die Strahlkraft der Nationalmannschaft,
des Fußballs nutzen, um etwas für unsere Ernährung in unserem Land zu tun. Denn ich bin einfach der Meinung, dass die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen und alten Menschen einfach zu viel, ich sag mal, von der Werbung oder vielleicht vom täglichen schnellen Leben in die falsche Richtung, gelenkt werden. Und ich möchte über die Nationalmannschaft einfach oder mit der Nationalmannschaft zeigen, dass auch solche Top-Sportler und junge Männer eben den Sinn für Feines haben oder für Gutes haben. Und damit meine ich gerade, ich sehe gerade Herrn Podolski, wie er bei Ihnen Stäbchenunterricht kriegt, um hier Sushi zu essen. Müssen Sie denn die Jungs nicht vorher abfragen, was ist dein Lieblingsessen, und danach kochen? Na, es gibt natürlich in Anführungsstrichen standardisierten Ernährungsplan. Der wird ja nicht von mir erstellt, das machen die Wissenschaftler bei uns oder eben unser Internist. Der gibt mir die Vorgaben, die auf dem Buffet enthalten sein muss. Aber dann habe ich natürlich großen Freiraum mit dem Wissen und den Lebensmitteln, die mir zur Verfügung stehen, eben ein reichhaltiges Buffet aufzutischen. Also wenn wir jetzt ein Spiel verlieren, dann kommt sofort der Trainer und sagt, du hast schlecht gekocht. Ja, das kommt auch vor. Ist schon passiert? Ja. Naja, wir haben also die ersten Spiele gewonnen, also da war ich auch sehr nervös. Und es ging ja dann erstmal auf die Insel, also dann auch gegen England und so weiter. Und wir haben dort gewonnen. Und dann kommt schon mal nach 3, 4 Siegen auch schon mal so ein Satz wie Erfolgskoch. Ja. Und gibt es denn auch einen, der zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, pass auf, du kriegst von mir 50 Euro mehr, mach mir mal nur das? Nee, das gibt's nicht. Es gibt Wünsche und die erfülle ich gerne. Zum Beispiel? Es gibt Wünsche, dann muss ein Milchreis her, weil er jetzt eben gerade in der Stimmung ist. Und dann mache ich das auch. Dann gibt es das eben entweder am nächstmöglichen Buffet oder gleich in dem Moment noch, je nachdem, wann er den Wunsch äußert. Bitte, wer ist der deutsche Fußballnationalspieler, der sich Milchreis mit Himbeersaft bestellt? Ja, Namen kann ich ja nicht nennen, das ist ja immer so eine Persönlichkeitssache, aber Milchreis wird allgemein sehr geliebt. Aber auch viele, viele Dinge, Sushi wird oft nachgefragt. Also das sind wirklich Dinge, wovon ich lebe. Ja. Ich lebe von diesen Wünschen der Gäste. Was haben Sie mir denn jetzt hier alles hingestellt? Also das war auch eins der ersten Dinge, wo Oliver Bierhoff und ich ins Gespräch kamen, das sind nämlich Salze. Hier sieht man ein Salz aus Australien. Es hat einen etwas langen Weg, aber wenn Sie das probieren, schmeckt das sehr, sehr mild. Es ist leicht rötlich durch eine salzresistente Rotalge. Und daher, dass nicht nur diese Rotalge damit drin ist, sondern weitaus mehr Mineralien, ist es eben sehr wenig salzig. Hier haben wir ein hawaiianisches, auch sehr exotisch. Das sieht aus wie Paprika. Tonerde. Da ist ein kleiner Anteil Tonerde mit drin. Und hier ist nur ein optisches Highlight, das haben wir mit Aktivkohle versehen, dieses Salz. Also wenn man einen weißen Fisch zubereitet. Nimmt man nicht Kohle gegen Verstopfung? Da müssten Sie sehr viel Salz essen. Mhm. Aber ich komme aus dem Ruhrgebiet und Ihr Wasser ja. aus dem Ruhrgebiet. Und ein Abfallprodukt der Koksherstellung war eben Salz. Und daher ist das gar nicht so weit weg. Und hier seien Sie bloß vorsichtig, wenn Sie irgendwo bei Journalisten sagen, ein Abfallprodukt der Koksherstellung. Ach so, ja? Ich meine das, was zum Heizen benutzt wird. Ja, klar. Okay. Und das ist ein herkömmliches, industriell hergestelltes Discounter-Salz. Und wenn Sie dieses mit dem vergleichen, dann werden Sie gleich merken, wie es an den Rändern der Zunge sehr deutlich brennt. Mhm. Und dieses Brennen bleibt nicht nur in der Zunge, sondern das ist in Ihrem ganzen Körper. Es ist sehr, sehr aggressiv, weil es eben pures Natriumchlorid ist. Und dann spielt man aggressiver? Nee, wir nehmen jetzt immer das Mineralreichere und lassen die aggressiven Stoffe raus, denn das trägt zum Wohlbefinden bei. Also Säure-Basenhaushalt haben viele Menschen schon mal gehört. Sagen Sie schnell die Todsünden. Was dürfen Sie nicht machen? Sie dürfen eben bestimmt keine Mohnsuppe kochen. Ja, Mohn ist schlecht, das macht schläfrig. Außerdem würde das auch in den Dopingproben, könnte es positiv so? Bewertet werden. Ja, das kennt man aber auch von Verkehrskontrollen. Also ein Mohnbrötchen darf schon nicht gegessen werden? Ja. So. Aha. Also wenn Sie 3 Mohnbrötchen essen und kommen in eine Verkehrskontrolle, dann kann sein, dass man Sie auf Drogen testen möchte. Aha. Ja. Und das wollen wir vermeiden. Ja, wir nutzen die Zeit lieber für sinnvolle Dinge, nämlich Regeneration, Training und so weiter. Dann gibt es natürlich wenig fettes Fleisch. Also wir verzichten auf tierische Fette,
Das sind die gesättigten Fettsäuren, die sehr ungesund sind. Die kann man eben austauschen gegen gesunde Fette, sprich Rapsöl, Olivenöl, aber auch Avocado, Fischöle, also Lachs, Makrele, sehr gut für Herz-Kreislauf, damit man auch eine lange Periode spielen kann, also nicht nur mal eine EM mitmacht, sondern vielleicht auch mal 4 oder 5. Wenn wir jetzt Europameister werden, was gibt es dann zur Belohnung? Dann gibt es eigentlich wenig Speisen, sondern mehr Getränke. Ich glaube, da wird niemand mehr über Essen nachdenken wollen. Wie viel Alkohol ist erlaubt? Wie viel Alkohol ist erlaubt vor dem Spiel? Vor dem Spiel gar nichts. Ja, also ich meine, jeder Spieler kann nach dem Spiel tun, was er für richtig hält. Das sind erwachsene Menschen. Mittlerweile ist aber der Druck so groß geworden, dass das, glaube ich, Geschichten von früher sind, dass da Spieler viele Bier getrunken haben anschließend. Das kommt nicht mehr vor. Also da kann ich Ihnen aber andere Sachen erzählen. Ja, ja, das ist aus der Generation davor vielleicht. Ach so. Ja? Also ich kann es bezeugen, also dass wir, da wird sehr, sehr drauf geachtet. Ja? Und ich meine, wir merken ja auch heutzutage seit der Ära Klinsmann eben, dass man nicht einmal loszieht und ist dann dabei, bis man irgendwann vom Platz getragen wird, sondern man wird eben auch sehr schnell ausgetauscht. Und ich glaube, da weiß jeder Spieler, wie er sich fit hält. Ihr Lieblingsverein? Schalke 04. Das heißt, Sie hoffen, dass Kurani mitspielt? Ja, das hoffe ich natürlich. Auch kriegt er dann Panda von Ihnen so ein bisschen mehr dann auf den Teller? Nein, nein, nein. Wir bei der Nationalmannschaft sind alle gleich. Also das ist auch so für mich beachtlich zu sehen. Die kommen ja teilweise in die Vorbereitung aus Bundesligaspielen, haben gegeneinander gespielt. Der eine hat verloren, der andere hat gewonnen. Und essen zusammen Abend am Tisch bei mir. Ja. Ja, also das ist schon beachtlich, dass man da dann wirklich, da kann jeder abschalten. Denn die Nationalmannschaft ist nochmal was ganz Besonderes. Aber jetzt, wenn Sie dem Jogi Löw eine richtig große Freude machen wollen, ja, was stellen Sie ihm dann auf den Teller? Dann, Herr Löw isst sehr gern japanisch, also Tofu-Miso-Suppe, Sushi sehr gerne, Sashimi, viel Gemüse. Ja, also er lebt das auch vor, das brauche ich natürlich auch unterstützend. Ist sehr diszipliniert, ja, kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden, will ich auch, mache ich auch. Und eigentlich war es das. Also wie auch immer diese Fußball-Europameisterschaft ausgeht, eines kann ich Ihnen jetzt schon auch im Namen der hier Anwesenden sagen. Es hat mit Sicherheit geschmeckt. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke. Was noch mit dem Öl, das haben wir ja vergessen hier. Ja, wir hatten die Fette ja drin. Ja, aber das müssen Sie mir noch sagen. So schnell lasse ich Sie nicht laufen. Hier steht ja noch ein Öl. Kann das auch was Besonderes? Dann laufen die wie der geölte Blitz, ja, oder? Also das ist ein Öl, man vergleicht immer und sagt, Olivenöl ist gesund. Ja. Ich gehe mit Ihnen in einen Supermarkt und sortiere ungefähr 95% aus von den Olivenölen, die nicht gesund sind. Das nehme ich gerne mal wörtlich. Raffinierte Olivenöle, nicht raffiniert in Form von positiv raffiniert, sondern eben industriell hergestellte Öle, in denen Sie kaum noch Bestandteile finden, die Ihrem Körper etwas Gutes tun. Das heißt, Sie nehmen ein totes Fett auf. Dieses Fett muss Ihr Körper wieder loswerden. Das ist jetzt ein Öl, da wird nichts dem Zufall überlassen. Das ist ein Rebsortenreines oder ein Olivensortenreines Olivenöl aus der Licino. Das heißt vom nördlichsten Punkt Italiens, wo man Olivenöl ernten kann. Das ist vom Gardasee. Und dieses Öl wird hergestellt wie eine Schweizer Uhr. Ja, also man pflückt diese Oliven im richtigen Stadium. Man sortiert jede Olive einzeln aus. Da ist nicht eine wurmstichig, da ist kein Blatt dabei. Dann wird sie vorher geschält, also der Kern vom Kern befreit und dann erst unter Ausschluss von Sauerstoff gepresst. Das heißt, wenn Sie davon jeden Morgen einen Esslöffel nehmen oder sich den in den Salat oder in die Speisen geben, dann haben Sie was Gutes für sich getan. Wenn unsere Jungs mit der Begeisterung spielen, wie Sie hier übers Kochen erzählen, dann werden die nicht Europameister, sondern wieder Weltmeister. Ja? Ich würde folgenden Vorschlag machen. Schenken Sie doch dieses Öl hier der Zuschauerin, die Ihnen am besten gefällt. Vielen herzlichen Dank, Holger Stromberg. Applaus